Der Herbst steht vor der Tür. Wir haben unsere Herbstdegustation. Priska, wann sind die Daten? Ich kann sie merken. Ja, ich weiß es. Und zwar am 2. und 3. Oktober, 9. und 10. Oktober, jeweils von 12 bis 17 Uhr. Kommt uns besuchen, sucht euren tollen Wein aus für die kühlen Tage jetzt, damit ihr es etwas wärmer habt. Ja, also willkommen bei den Weingut Schwarz News. Wunderbares Wetter, das wir heute haben. Gott sei Dank. Es ist wirklich wieder Herbst. Und hier unten ist irgendwo das Nebelmeer. Oh, es kommt, es wird immer höher. Ja. Aber es bleibt dann schon, hoffentlich hier unten. Es ist tatsächlich wieder Herbst. Und ja, wir möchten euch ganz herzlich einladen zu den Herbstdegustationen, zu den Herbsttagen, die wir haben. Genau, genau. Also eine Outdoor-Degustation machen wir, ganz bewusst. Bei uns auf dem Hofplatz, unter dem Zelt, unter dem Baum, gemütlich draußen, warm anziehen. Ich hoffe, das Wetter macht ein bisschen mit. Und, genau. Ja. Alle sind willkommen, herzlich willkommen. Und die Daten sind, ich habe schon wieder vergessen, im Oktober. Einfach die ersten zwei Wochen im Oktober. Ist das richtig? Ja, ich sage es noch schnell. 2., 3. und 9. und 10. Oktober, Andi. Genau. Also, wichtig ist einfach, dass du dann dabei bist. Ja, ich bin dann schon dabei. Ja, jedenfalls, es ist wirklich Herbst. Wir sind dann sicher bei der Traubenernte. Ich meine, müssen wir schauen. Es ist bald soweit. Und ja, da gibt es sicher was zu sehen und all die Weine zu probieren. Es ist da wieder Fondue-Zeit, Käsezeit. Ja, und Wildzeit. Also, wir haben ganz viele Weine, die dazu passen. Und ich würde auf jeden Fall an einem der Tage vorbeikommen. Ja, komm, wir haben uns heute überlegt, welcher Wein passt überhaupt zum Wild. Genau. Ganz klar ist der Pinot Schwarz 12, genau aus dem Rebberg, hier hinten ums Rebhaus. Etwa 50 Jahre alte Rebstöcke. Richtig guter Wein. Passt zu Wild und zum wilden Andi auch. Was hast du noch für Käse und Wein? Käse und Wein habe ich den Riesling Silvaner Auslese ausgesucht. Das ist ein toller Wein, fruchtig, spritzig, hat noch eine ganz leichte Restsüße und mit dem Käse eine super tolle Kombination. Ah, da habe ich schon wieder Lust zum Essen und Trinken. Oh Mann, das mache ich wirklich gerne, oder? Meine, Wein trinken, das machen wir immer mit. Das machen wir nicht alleine, das machen wir zusammen. Und eben fein essen, fein trinken, das ist ganz wichtig. Ja, das ist einfach die schöne Seite vom Leben genießen. Wir müssen mal schauen, wir haben die Haie rausgelassen. Dann müssen wir das Schild lesen. Bitte die Haie nicht füttern. Und dann hier unten, wir brauchen jede Traube. Oh, das ist so besonders dieses Jahr. Ja. Ja, also wir haben noch einen Vlog gemacht, ein Video, wenn ihr es schauen wollt, hier oben ist der Link. Wird es verlinkt, könnt ihr schauen, wie die Haie rauslassen. Eben, denkt daran, beim Winzer keine Trauben stibitzen. Ja, macht definitiv. Man nicht. Wir brauchen, definitiv. Und das Jahr brauchen wir eh jede Traube. Es hat nicht so viele Trauben. Der Melta hat zugeschlagen, aber wir haben Trauben. Wir haben genügend. Für all die Weine, die ihr mögt, eure Lieblingsweine, ist alles gesorgt. Genau. Ja, wir haben ja auf Bier umgestellt und dieses Jahr war wirklich schwierig. Also war nicht einfach. Allgemein schwierig, ja. Aber wir haben es durchgezogen, wir haben es geschafft und und wir machen ja alles für einen guten Wein. Das ist ja auch unsere Philosophie, mit einem guten Gewissen einen guten Wein trinken. Hast du schön gesagt. Ja, danke vielmals. Und was auch noch ist, falls ihr mal mit euren Weinfreunden eine Degustation, eine private machen möchtet und ihr vergleicht ein paar Weine, dann würden wir euch ein, zwei Flaschen zur Verfügung stellen. Denn ein Vergleich ohne Schwarzweine geht gar nicht. Ruft mich deshalb dann an, bitte, und dann können wir das weitere Vorgehen besprechen. Ja, wunderbar. Also, der Herbst steht vor der Tür. Was haben wir noch was auf der Liste? Wir haben noch eine schöne Liste gemacht. Dann müssen wir schauen, ob wir was vergessen haben. Nein. Haben wir alle Neuigkeiten? Alle Neuigkeiten sind raus. Ich mache jetzt ein bisschen einen Rundgang für den Herbst. Müssen wir schauen, die Stimmung ist wirklich wunderbar schön hier. Ah, die Sonne am Morgen wieder wunderbar. Das ist einfach schön, hä?
Also der Wald färbt sich noch nicht, aber ich denke, das geht noch 2, 3, 4 Tage und dann macht es wusch und dann ist die richtige Herbststimmung auch im Walde da. Genau. Und ja, Traubenernte. Wann fangen wir an mit den Trauben zu ernten? Es geht, es geht nicht mehr so lange. Wir haben ja auch schon mal Zucker gemessen von den Trauben. Nicht mehr so lange wie auch schon, aber schon noch ein paar Tage. Ja, es bleibt auch, hier macht es einen Wusch. Wir müssen jetzt wirklich langsam vorbereiten für die Ernte. Also ich denke, nächste Woche kann es langsam ernst werden. Ich weiß gar nicht, ob ich euch die Haie überhaupt gezeigt habe. Wie ihr seht, seht ihr hier die Haifischflossen? Also passt auf, wenn ihr einen Rippen geht, hat fiese Haie, grosse Haie, böse Haie. So, also das waren News. Also, ja. Machen wir das Schlusswort. Ja, wir wünschen euch einen schönen Tag und wir sehen uns an einem der Degustationswochenenden. Wir freuen uns. Ja, es sind 2 Wochenende. Wir haben genügend Zeit zum Diskutieren, zum eure Fragen beantworten und was auch immer. Ihr seid alle herzlich willkommen zur Herbsttage. Genau. Also macht es gut und bis bald. Tschüss.